Hallo, und weiter geht's mit Ghost of Tsushima. Und zwar jetzt endlich das Schicksal Tsushimas. Hier könnt ihr nur kurz sehen, ich habe wirklich alle Nebenquests, alle mythischen Quests gemacht in Kapitel 2. Und was das jetzt für eine Auswirkung hat, das werden wir gleich sehen, weil ich habe letztens gespeichert und da hatte ich oben stehen, optional, hier seht ihr bei der Quest oben optional, sprich mit Verbündeten, und da hatte ich stehen 2 von 4. Weil ich dann schon mit einem dritten Verbündeten gesprochen habe und den vierten habe ich nicht gefunden. Diese Aufnahme finde ich jetzt leider nicht mehr. Ich kann euch aber den dritten Verbündeten zeigen und das hat sich schon geändert, weil als ich damals das erste Mal in Kapitel 3 mich durchgekämpft habe, sagen wir so, hatte ich nicht so viele Verbündete. Und das möchte ich euch jetzt hiermit zeigen. Den vierten habe ich hier noch nicht gefunden, aber der dritte, den hatte ich vorher eben nicht. Und den habe ich nur durch diese Nebenquest zusätzlich jetzt dabei. Deshalb reiten wir zum Lager, dann zeige ich euch, was ich meine. Hier ist Fürst Shimuras Lager und natürlich mache ich das Optionale weiter, weil 2 von 4, das hatte ich schon stehen. Und das war, was ich damals noch weiß, ich hatte damals mit Yuna gesprochen. Sie hatte ihren Bruder verloren. Sie war die erste Verbündete im Kampf. Und hier war jetzt mein dritter Verbündeter, den ich vorher nicht hatte. Und zwar Norio. Ich habe ja die Nebenquest mit Norio gemacht. Das war eine lange Questreihe. Und ich durfte hier sogar meditieren mit Norio. Leider kann ich euch das jetzt hier nicht mehr zeigen, weil das habe ich letztens vom Abspeichern gemacht. Ich Und sehe, ihr hier seid ist fleißig. der Jemand muss vierte. doch dafür Jetzt sorgen, habe dass ich ihn der endlich Amok gefunden. einsatzbereit ist. Mit ihm Wenn du hatte das Ding ich aus ja der auch Bucht eine hältst, kommen wir auf Nebenquest. keinen Fall in die Und Burg eures somit ist er Onkels. jetzt auch Hätten mein wir in der Verbündeter. Atomobucht bloß Schön. eingehakt. Hat's euch in meinem Karren nicht gefallen? Ich wollte nicht nach Sake riechen. Yuna hat's mir erzählt. Das mit Taka. Ein mutigerer Bastard, als ich es je war. Wäre Taka hier, würde er sicher widersprechen. Tja, ich versuche ihn nicht zu enttäuschen. Jetzt habe ich mit allen Verbündeten gesprochen und was ich so weiß, war damals der zweite, der Bogenschütze, der mir damals den ersten Bogen gegeben hat. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber ich ziehe mich jetzt um, weil für den Kampf, genau, brauche ich ja einen richtigen Helm, Kosakus Helm, damit mich die Pfeile nicht treffen. Und damit es dann aufgehen kann in den Kampf. Wie ihr seht, von den Skillpunkten, mir fehlen nur mal ein paar. Ich habe hier ja brav gefarmt, nur bei den Nebenquests gab es nicht so viel. Besser sind die Gehöfte, die rot markierten Stellen auf der Karte. Wenn diese befreit werden, dann gibt es immer gut Skillpunkte. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt an. Und ich spreche jetzt mit Fürst Fürst Oger. Oger. Wo ist mein Jetzt Onkel? musste Er ich wartet auf lachen. dem Hügel auf euch. Waren wir im Es wäre gleichen dem Tag. Oga-Clan eine Okay. Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Schön, Gesellschaft zu haben. Jetzt geht's richtig los. Du bist im Begriff, eine lange Geschichte zu beginnen. Willst du wirklich Lassen wir den fortfahren? Kahn lieber nicht Ja warten. oder nein? Wunderbar. Natürlich habe ich auf Ja geklickt, damit es jetzt endlich losgehen kann. Für euch gebührt Respekt, Fürst Sakai. Die Rettung eures Onkels, die Hilfe der Verstoßenen von Yarikawa. Richtige Krieger sind sie nicht, doch ich vertraue ihnen mein Leben an. Dann tue ich es euch gleich.
Haben die Leute wirklich einen Namen für euch? Geist? Sie mussten an irgendwas glauben können, als die Samurai besiegt war. Nun sind die Samurai zurück. Die Märchen müssen zur Ruhe gebettet und die Gesetze des Shoguns erneuert werden. Retten wir diese Insel und die Menschen, deren Heimat sie ist. Die Politik kann warten, bis der Khan tot ist. Natürlich, Fürst Sakai. Fürst Shimura, euer Neffe ist gekommen. Jin, hier oben. Okay, da steht jemand einfach rum. Hier liegt Loot. Ich hole mir das gleich. Ich denke, Fürst Shimura wird ganz oben auf mich warten. Gut gemacht, Jin. Wir haben alle, die wir für die Rückeroberung brauchen. Ich besiegte die Strohhüte. Doch Eozo floh mit dem Khan. Sie wollten, dass ich euch verrate. Ihr spracht mit dem Khan? Ich war gefangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch mit meiner ganzen Armee gerettet. Yuna half mir zu entkommen. Doch ihr Bruder... Er starb, ehrenvoll. Der Khan wird für sein Opfer bezahlen und für das, was ihr erlitten habt. Jin, der Shogun unterstützt meine Entscheidung zur Adoption. Wenn unsere Insel sicher ist, seid ihr der Erbe von Clan Shimura. Nicht als Geist, sondern als Samurai. Ich enttäusche euch nicht, Onkel. Heute reiten wir in den Kampf als Sakai und Shimura. Morgen werden wir den Sieg feiern. Als Vater und Sohn. Samurai rühmen sich ihres Ehrenkodex. Aber er macht sie auch starr, durchschaubar, leicht zu brechen. Der Geist kennt keine Grenzen. Das macht ihn gefährlich. Jetzt zählt es, Jin. Diese Schlacht bestimmt das Schicksal der Insel. Holen wir uns den Kopf des Khans. Gemeinsam. Und überbringen ihn persönlich dem Shogun. Krieger von Tsushima! Heute besiegen wir Kotonka! Hole Burg Shimura zurück! Und verjagen die Mongolen aus unserer Heimat! Ja! Das Schicksal Tsushimas. Wunderschöne Kulisse mit den roten Bäumen. Und auf geht's. Ich bin schon im Kampf und stürze mich vom Pferd. Tötet sie alle! Mitten in den Kampf. Tötet sie alle ist gut. Ich kann hier wirklich draufschlagen, was geht. Und ich habe gesehen, ich bin in Kapitel 2 schon tief stark. Das war nämlich vorher nicht so, deswegen habe ich ja umgeschalten von Mittel auf Schwer. Nur, ihr seht, ich muss einfach öfter draufhauen mit den richtigen Talismanen, der Rüstung und dergleichen und den ganzen Skillpunkten. Wie ich jetzt sehe, ist es auf jeden Fall um einiges leichter trotzdem als das erste Mal. Ich finde, sie fallen in die Fliegen. Ich helfe meinen Fürst Shimura. Der hat ein flammendes Schwert. Hat er. So, weiter geht's. Ja, ich hole mir hier immer wieder Tunnels zurück. Die brauche ich nämlich. Oder verwende ich sehr gerne. Da oben schießen Bogenschützen.
Oh, mit Flammenpfeilen, okay. Steck mich in Brand. Das ist nicht so gut. Also entweder die Bogenschützen gleich eliminieren mit dem Bogen oder ja, so wie ich. Ich mag's von unten. Das sind eh nicht mehr viele im Leben. Hier lebt noch einer. Den da oben. So. Jetzt ist er weg. Und da ist noch einer am Leben. Ja, dann kann es gleich weitergehen. Oh, da fallen auch von uns einige um. Angriff und los. Kampf um Uchimura. Denkt weiter, Norio. Für den Adachi-Clan! Genau, der Adachi-Clan war auch eine Verbündete. Mit der habe ich auch eine lange Questreihe gemacht. Alle meine Verbündeten sind hier. Und ich kann mich erinnern, Norio hatte ich damals nicht dabei. Auch den Sakuhändler nicht. Und deshalb dürfte ich noch mit diesen beiden sprechen. Und sogar meditieren. So, wo geht's jetzt weiter? Hier sind... Okay, das sind unsere Leute. Dann nach vorrücken und... auf was geht. Wir werden die Burg zurückerobern. Ich sehe nicht mehr viele. Okay, der ist auch gerade umgefallen. Da vorne sind noch zwei. Rücke vor und besiege jetzt die mongolischen Streitkräfte. Das heißt, ich kann hier wieder. Ich bin ja eh schon voll mit Blut und ja. Ihr seht meine Kleidung. Das ist der Krieg. Krieg ist nie lustig. Das zeigt auch Gustav Tsushima sehr gut. Hier ist mein Onkel gerade vorbeigelaufen. Ich versuche da drüben zu helfen, der arme Bauer hier. Oh, zu spät. Er ist auch umgefallen. Weil wir haben ja nicht wirklich eine richtige Armee. Das sind ja alles ausgebildete Bauern, was wir eben einfach noch hatten. Und hier, komm her. Der nächste.
Da ist wieder ein schneller Schwertkämpfer. Aber wenn er taumelt, dann ist das gewesen. So, weiter geht's. Und noch einer. Norio hilft mir auch da gerade. Yuna ist natürlich voll mit Hass. Aber ich werde sie... Ich werde ihr noch gerne Rache geben. Und Ryoso werde ich mir noch holen irgendwann und irgendwo. Da gibt es nämlich nichts zum Lachen. So, ich lasse niemanden leiden. Die Bogenschützen oben. Ich schau mal, ob ich sie treffe. Wenn nicht, klettere ich rauf und hole sie mir. Geht schneller. Da hüpfe ich drüber und hole sie mir. Einen nach dem anderen. Na komm her, der läuft weg. Ja, ja, das sind die Bogenschützen. Wir brauchen keine Überraschungen. Von Weitem, da trauen sie sich. Aber kaum kommt man in die Nähe. Ich sehe die gelbe Lupe. Ich schaue nur. Munition ist noch voll. Kehrt heim, Japanerhunde! Durch dieses Tor kommt ihr nicht! Lauf, Feiglinge! Jin! Was tut ihr da? Den Weg freiräumen! Doch nicht so. So niemals. Kämpft wie ein Krieger, mit Ehre. Nicht wie ein Monster. Nur so verstehen sie es. Terror ist keine Waffe eines Samurai. Dieser Tor... Wir können nicht vorstoßen. Das ist eure Chance, Fürst Sakai. Zerstört ihre Waffen, ehrenvoll. Ich halte die Stellung und lenke sie auf mich. Ich komme mit dir. Bleibt bei mir. Haltet eure Position. Fürst Sakai, leg die Watcha. Fürst Shimura und immer mit seiner Ehre. Wenn wir ehrenvoll hier kämpfen würden, würden wir verlieren. Und alle, wir wären schon alle tot. Ja, immer mit seiner Ehre, ja. Gut und schön, aber hier im Krieg gibt es die nicht. Wie ihr seht, die Mongolen kämpfen mit allen Mitteln. Die haben auch keine Ehre. Habt ihr gesehen, was für Waffen die da jetzt haben, die ich jetzt vernichten soll? Ehrenvoll auch noch. Okay, ich kämpfe mich hier vor. Ehrenvoll. Und da kommen schon wieder... Ja, gleich auf mich zu. So, aber jetzt habe ich euch. Und Yuna hilft mir natürlich. Steht immer an meiner Seite. Juno, jetzt haben wir den letzten, glaube ich. Nein, da kommt noch einer. Rechts, oder? Ja. Ich rücke aber vor und schaue, dass ich jetzt... Hoppala, da bin ich jetzt falsch. Ja, dann nehme ich dich auch noch mit. Der will nicht sterben. Und da kommen noch welche nach, also das werden nicht wenige. Boom, was war denn das? Ganz schön, ja. Der hatte das dreifache Gewicht von mir. Aber das hat nichts zum... Das hat nichts auszusagen.
So, Yuna, ich glaube, wir haben's. Ich kann jetzt hochklettern. Auf die Spitze! Da ist jetzt die Waffe. Und natürlich, wenn sie mich lassen, da ist noch ein Bogenschütze. Ich weiß nicht, wo der jetzt herkam, hab nicht geschaut. Aber wenn sie mich jetzt lassen, werde ich jetzt hier alle wegbombardieren. Und zwar mit ihrer eigenen Waffe. Wir bekämpfen sie mit ihren eigenen Waffen. Und ihr seht, wie hammermäßig das geht. Ich räume richtig den Weg frei für unsere Armee. Viele sehe ich nicht mehr. Mehr Mongolen! Tötet sie alle! Tötet sie alle ist gut, okay. Na dann. Da drüben sind wieder Mongolen aufgetaucht worden. Und mit dieser Schnellschusswaffe geht das echt. Ihr seht, wie schnell das geht. Da, wo die gelbe Lupe ist, versuche ich noch die Mongolen aufzuhalten. Wir können hier nichts mehr tun. Gehen wir zu den anderen. Wir können hier nichts mehr tun. Okay, jetzt bin ich deiner Meinung, Yuna. Es war gut, die Mongolen am Tor einzuschüchtern. Dein Onkel liegt falsch. Er will es nicht verstehen. Wir sterben, wenn wir uns nicht ändern. Nur dank dir haben wir es soweit geschafft. Und jeder weiß das. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Das stimmt. Es liegt noch ein sehr weiter Weg vor uns. Hier leidet noch jemand. Aber die meisten sind hier tot. Die Maschine hat ihren Sinn gehabt und hier leben noch ein paar. Fürst Sakai, hab sie gebrochen. Der Kahn verliert an Boden. Die sind aber kein Problem mehr. Die Mongolen da oben, die finden Atmasako. Keine Gnade für die Mongolen. Keine Gnade für die Mongolen. Das ist ein guter Ansporn. Und weiter geht's. Ein paar Bogenschützen. Ja, da ist noch einer. Habe ich jetzt gleich mit dem Bogen. Und hier einen Sprengpfeil. Damit es jetzt etwas schneller geht. Der Weg ist jetzt frei, wie ihr gehört habt. Ich scheue hier nur. Hier bekomme ich meine Pfeile wieder zurück für den Langbogen. Also hier brauche ich wirklich nicht darauf achten. Ich kann hier alles nutzen, was geht. Töte sie alle! Und da oben geht's schon wieder richtig rund und los in den Kampf. Meine Mission ist jedoch, was oben links gerade stand, treibe den Gegner über die Brücke und das werde ich natürlich auch versuchen, so schnell als möglich, damit von uns keine weiteren ausgebildeten Bauern oder Verbündete ihr Leben lassen müssen. Verbündete wie Norio oder Yuna kann ich ja wiederbeleben, aber bisher ist kein einziger gestorben und ihr seht, mein Heilbalken und meine Entschlossenheit ist komplett voll.
Ich könnte meinen Superskill anwenden, ich könnte den Himmelsschlag. Jetzt werde ich mal die Geistkampfhaltung einnehmen. Und sie laufen alle davon, weil sie mich nicht sehen. Leider, bis ich dort war, konnte ich jetzt nicht mehr viele töten damit. Aber da oben geht's schon weiter. Seht! Die Brücke! Sie fallen zurück! Der Kahn würde niemals so aufgeben! Etwas stimmt nicht! Oh mein Gott. Das sind die richtigen Worte dafür. Oh mein Gott. Mehr gibt's da leider nicht zu sagen. Für nichts. Wir müssen ihr Opfer ehren. Sammelt unsere besten Soldaten. Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an. Nein. Zu viele sind tot. Hättet ihr auf mich gehört? Genug! Es gibt einen anderen Weg. Wir besprechen ihn allein. Die eigenen Leute getötet, das Schicksal Tsushimas. Und das war's auch schon mit der Quest. Hier ging's richtig rund im Kampf. Die Mongolen sind in der Defensive. Wir schlagen zu, bevor sie sich formieren und beenden es. Ihr habt unsere Männer geopfert. Sie sind Soldaten. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Ich umgehe die Brücke irgendwie. Vergifte den Feind. Ein feiger Anschlag. Ich will nur unser Volk retten. Und es lehren, uns zu fürchten? Folgt ihr weiter diesem Pfad? Seid ihr nicht besser als die Mongolen? Ich lehrte euch, mit Ehre zu kämpfen. Die Ehre ist am Strand gestorben. Der Khan verdient es zu leiden. Eure Gefühle kontrollieren euch. Ich opferte alles, was ich war, um unser Volk zu retten. Ich gebe ihnen Hoffnung. Ihr tut nichts! Puh, ja. Das war's jetzt wirklich mit der Quest. Und nächstes Mal geht's weiter. Aus der Dunkelheit heißt die nächste Quest. Mir ist jedoch gerade aufgefallen, dass ich die Untertitel irgendwie deaktiviert habe. Und das ist aber für jetzt nicht deutschsprachige etwas schlecht, weil ich eben die nächste und die übernächste Quest auch schon gemacht habe und diese nur noch etwas nachbearbeitet gehören. Ich werde schauen, ob ich diese nochmals machen kann mit Untertiteln und wenigstens die Filmsequenzen euch dann mit Untertitel präsentieren kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nächstes Mal geht's dann richtig rund. Bis dahin, alles Liebe, viel Spaß, tschüss!